Covid-19 deckt Spaltungen auf und kann auch selber spalten in unserer Gesellschaft. Das hört und das liest man immer öfter. Und auf einmal findet sich vor allem die Anthroposophie sehr oft in den negativen Schlagzeilen. Was sagen Sie zu diesen Urteilen? Wo kommen Sie her? Wo führen Sie hin? Ich finde es sehr interessant, wie diese Urteile entstanden sind, aber auch interessant und gleichzeitig bedrohlich, was da gerade wieder aufgekocht wird. Mit Beginn der auch Corona-kritischen Äußerungen haben sich auch Menschen aus dem Umkreis der Waldorfschulen, Waldorflehrer, kritisch geäußert zu den Corona-Maßnahmen, sodass ich es verständlich finde, dass die Gesellschaft, auch die Medien geschaut haben, wer ist das eigentlich, der sich da äußert? Und darauf auch geschaut haben, auf die Waldorfschulbewegung, auf die Anthroposophie. Die Äußerungen, die da getätigt worden sind, sind einzelne Äußerungen von einzelnen Individualitäten, nicht autorisiert von dem Bund der Waldorfschulen oder von der Anthroposophie. Und sie stellen auch nicht die Meinung dar, der Waldorfs oder des Bundes der Waldorfschulen. Ich halte es für sehr gefährlich, das über einen Kamm zu scheren. Dann hat aber in meiner Wahrnehmung eine Art Umschwung stattgefunden. Und es sind alte Vorwürfe der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie gegenüber in dieser Berichterstattung gemischt worden. Der Vorwurf des Rassismus und der Vorwurf des Antisemitismus. Diese Fragen sind über Jahre und Jahrzehnte besprochen worden. Die Waldorfschulbewegung, auch die anthroposophische Bewegung, ist sehr offensiv damit umgegangen. Es hat Untersuchungen gegeben, es hat Veröffentlichungen gegeben dazu, bis hin zur Stuttgarter Erklärung des Bundes der Waldorfschulen vor einigen Monaten. Die Waldorfpädagogik, auch die Anthroposophie, haben nichts mit Rassismus gemein, haben nichts mit Antisemitismus zu tun. Waldorfpädagogik wird mittlerweile auf allen 5 Kontinenten der Erde praktiziert. Es gibt Waldorfschulen in Israel, es gibt Waldorfschulen in Palästina, es gibt auch jüdisch-palästinensische Waldorfinitiativen. Es gibt anerkannte waldorfpädagogische Studiengänge in Israel. Wir praktizieren gerade Antirassismus und wir praktizieren gerade ein System des Blickes auf den einzelnen und individuellen Menschen und versuchen alles, was aus dem Rassismus kommt, was aus einzelnen Religionen kommt, was mit Fanatismus zu tun hat, auszuschließen. Dass diese alten Gespenster wieder aufgekocht worden werden im Moment, das finde ich sehr beunruhigend, denn das hat nichts mit der aktuellen Berichterstattung zu tun, das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern da wird ein ganz bestimmtes Programm gefahren und alte Vorwürfe wieder aufgewärmt. Im Gegenteil, es passiert fast etwas wie ein Gegenbild, es wird fast etwas wie ein Gegenbild veröffentlicht dessen, wofür Waldorfpädagogik und Anthroposophie steht oder stehen will. Wir gehen aus von einer freien Persönlichkeit, versuchen Pädagogik zu machen, damit sich die freie Persönlichkeit in jedem Kind bilden, entwickeln und manifestieren kann. Also Individualisierung bei gleichzeitigem vollständigem Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung. Also das freie Individuum in der Gesellschaft. Das Bild, das häufig gezeichnet wird, ist gerade dieses Verzerrendes. Professor Stragil, 2019 hat die Waldorfpädagogik 100 Jahre gefeiert und hat eigentlich das, was sie kann und leistet für diese Gesellschaft, sehr in den Vordergrund gestellt. Wie geht es Ihnen dann damit, wenn Sie jetzt alle negativen Schlagzeilen über Waldorfpädagogik wahrnehmen? Ja, ich kann gerne 2 Aspekte noch ergänzen von dieser Perspektive. Das eine ist, wenn man die anthroposophischen Aktivitäten, Initiativen, Einrichtungen anschaut, dann ist das doch etwas, was für Gesundheit steht. Gesundheit im breiten, umfassenden Sinne. Wir können mit der biodynamischen Landwirtschaft beginnen, mit der Marke Demeter, gesunde Ernährung. Wir können weiter blicken auf die anthroposophische Pharmazie und Medizin. Also auch Gesundung, Selbstheilungskräfte, Immunsystemstärkung. Und dann sind wir natürlich auch bei der Heilpädagogik, bei der Waldorfpädagogik. Und die Waldorfpädagogik ist doch die Pädagogik, die ein gesundes, mündiges Individuum als ihr Ziel betrachtet. Also diese Urteile, die stimmen mich auch etwas traurig, weil ich meine, die waldorfpädagogische Bewegung, eigentlich die anthroposophische Bewegung, versucht seit Jahrzehnten eigentlich solche Situationen zu verhindern, die uns, mit denen wir uns jetzt konfrontiert werden, mit dieser flächenmäßigen Erkrankung, mit dieser Pandemie, und zwar wirklich in einem umfassenden Konzept,
dass man heute vielleicht auch das Konzept von One Health nennen kann, nämlich der Mensch und die Natur, die Landschaft, das Aufwachsen des Menschen, alles in einem Konzept begriffen, nicht voneinander zu trennen. Also das sollten wir im Bewusstsein haben. Das andere, das ist tatsächlich dieses außerordentlich positive mediale Bild der Waldorfpädagogik 2019. Da können wir zum Beispiel die Aussage von Winfried Kretschmann, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, in Erinnerung rufen. Der bezog sich auf Peter Sloterdijk und würdigte eben das Lebenswerk Steiners, indem er eben sagte, mit Sloterdijk gesprochen, Steiner war kein Guru, sondern ein ganz normales Genie. Und ja, dieses Werk gilt es eben auch positiv zu würdigen. Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, hat auch in einem Grußwort außerordentliches Lob den Waldorfschulen gegenüber ausgesprochen, indem er eben die Resilienzkräfte, Fähigkeit zu widersprechen, zu diskutieren hervorgehoben hat. Und das würde ich gerne auch anführen und ins Bewusstsein rufen. Pädagogik in der neuen Normalität, Fragezeichen, was lernen wir aus Covid-19? Das ist ja der Titel der aktuellen Ringvorlesung, der öffentlichen Ringvorlesung, die jetzt online stattfindet. Der Arzt Georg Soldner hat den Auftakt gemacht und er hat gesagt, die Überwindung der Pandemie wird letztlich davon abhängen, wie wir unsere Beziehungen entwickeln, untereinander und zu der Welt, in der wir leben. Was kann also die Waldorfpädagogik ganz konkret gesprochen zu dieser gelingenden Zukunft beitragen? Die Beziehungsfähigkeit, die Soldner da anspricht, ist ein wesentliches Element, mit dem wir uns, glaube ich, im Moment zu beschäftigen haben. Wir leben gezwungen in einer Zeit der Isolation der Menschen voneinander und in einer Zeit, in der Ängstlichkeit stark um sich greift, zum Teil sogar geschürt wird. Beide Phänomene sind pädagogisch außerordentlich problematisch. Wir leben in einer Situation, in der Familien kein sicherer Hafen mehr sind, sondern der Ort, an dem die Eltern arbeiten müssen und die Kinder das Homeschooling machen müssen und auch danach kaum Möglichkeit ist, rauszugehen, Freunde zu treffen. Also eine große Belastung der familiären Situation. Kinder und Jugendliche haben kaum Möglichkeiten, Freunde zu treffen. Und so schlimm Kinder und Jugendliche auch Schule manchmal finden, auch das Begegnen in der Schule, das Begegnen mit Lehrern, das Begegnen mit anderen Meinungen, das Begegnen mit Mitschülern, aber auch das Begegnen mit der Welt, findet nicht statt oder kann im Moment nicht stattfinden. Die Isolierung der Menschen voneinander, die momentan erzwungene Isolierung der Menschen voneinander, geht einher mit einem regelrecht ängstlich werden dem anderen Menschen gegenüber. Von Kindern und Jugendlichen wird nachgewiesen, dass sie auf der einen Seite Angst haben, sich selbst anzustecken, wobei das noch die geringere Angst ist, aber die größere Angst ist, dass sie ansteckend sein könnten und dass sie ihre Umgebung gefährden. Die große Sorge, die wir haben, ist, dass die Isolation, das weniger in Kontakt sein mit dem anderen Menschen, der Normalfall wird und dass das Umgehen mit Ängstlichkeit prägend wird oder das ist, was Menschen als das Normale empfinden. Stellen Sie sich kleine Kinder vor in den ersten Schuljahren. Für die ist das Leben in der Covid-19-Realität der normale Schulalltag. Erstklässler haben keinen normalen Schulalltag erlebt. Dieses in diesen besonderen, sich in der Regel nicht treffenden Formen begegnen, ist deren normales Schulleben. Waldorfpädagogik könnte man bezeichnen als Beziehungspädagogik. Das Studium, das wir hier anbieten in der Freien Hochschule, soll die Studierenden in die Lage zu versetzen, Beziehungen aufzunehmen. Beziehungen zu den Schülern und Beziehungen natürlich auch zu einer Klassengemeinschaft. Wie kann ich wahrnehmen, was die Bedürfnisse der einzelnen Schüler sind? Wie kann ich wahrnehmen, was die Bedürfnisse der Klasse sind, für die ich Verantwortung übernommen habe? Rudolf Steiner nennt das mal einmal die Fähigkeit erwerben des Lesens im Kind. Und Sie merken, da wird ein ganz besonderes, ein Schwingen zwischen Lehrer und Schüler angesprochen. Da geht es nicht um Kuschelpädagogik, sondern geht es um die Wahrnehmung dessen, was braucht das Gegenüber von mir. Die Beziehungsfähigkeit ist aber auch in Bezug auf die Kinder, auf die Schüler wichtig. Einmal, und das hat drei Aspekte, die Beziehungsfähigkeit. Einmal ist das die Beziehungsfähigkeit zum anderen Menschen.
gelingt es mir, ein Mensch zu werden, der Beziehungen aufbaut zum anderen Menschen. Diese Beziehungsfähigkeit zum anderen Menschen hängt aber zentral zusammen mit der Beziehungsfähigkeit zu mir selber. Gelingt es mir, ein vernünftiges, ein anerkennendes, ein tätig sein könnendes Bewusstsein, eine Beziehung zu mir selber zu haben. Damit aus dem Selbstbewusstsein, aus dem Erleben, ich bin wer und ich kann was, eine gesunde Beziehung zu Mitmenschen entstehen kann. Sie haben Georg Soldner zitiert, ich möchte ein weiteres Zitat dazu fügen. Der deutschsprachige jüdische Philosoph Martin Buber ist bekannt geworden mit dem Satz, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das macht deutlich die Bedeutung der Beziehung zueinander. Der deutsche Philosoph Max Scheler hat den Menschen charakterisiert als ein Ens Amans, ein auf Liebe, auf Zuwendung orientiertes Wesen, der Mensch als das liebende Wesen. Ich halte das für eine sehr wichtige Aussage, denn nur wenn ich den anderen Menschen lieb habe, kann ich mich auch selber lieb haben. Nur wenn ich den anderen Menschen lieb habe, kann ich wirklich auf ihn zugehen. Und nur wenn ich die Menschen und die Umgebung lieb habe, kann ich wirklich in einem positiven Verhältnis mit der Welt leben. Also insofern ist die Frage nach der Beziehungsfähigkeit und dem Wiederetablieren von Beziehungsfähigkeit oder dem Behalten und Bilden von Beziehungsfähigkeit sicher die Herausforderung im Moment, der sich auch die Waldorfpädagogik in besonderem Maße stellen muss. Wenn wir jetzt aber doch mehr in die Zukunft blicken, alle reden davon, dass sich die Bildungslandschaft doch nachhaltig verändern wird, Stichwort Digitalisierung auch. Was kommt da auf die Waldorfschulen zu und auch wie stellt sich das da in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, die hier an der Hochschule angebunden wird? Ich habe den Eindruck, dass es manches in der Waldorfpädagogik gibt, was angelegt ist und was noch aufzubauen ist. Und dass auf der anderen Seite aber ganz neue Gebiete erobert werden müssen, sozusagen. Und das eine, was man da andenken kann, das ist alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Gesundheit wird seit Jahrzehnten in der Waldorfpädagogik großgeschrieben. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich für die Zukunft sehr wesentlich werden wird, auch wenn das jetzt nicht so direkt vielleicht im Fokus steht unmittelbar. Aber die Frage, wie kann das Immunsystem eines Menschen gestärkt werden? Das ist eine sehr wesentliche Frage im Umgang mit allen Angriffen, Viren und Zusagen und so weiter. Da gehören positive Erlebnisse in erster Linie dazu. Erlebnisse in der Natur, mit den Tieren, soziale Erlebnisse, Gemeinschaftserlebnisse, Erlebnisse der Selbstwirksamkeit, kreative Erlebnisse, indem ich mich selbst erfahre als jemand, der etwas kann. Und das ist der Schwerpunkt der Waldorfpädagogik, die Schüler mit diesen Erlebnissen, diesen Situationen zu konfrontieren, wo diese Erlebnisse gemacht werden können. Ich habe am Anfang eben auch erwähnt, diese anderen Aspekte wie gesunde Ernährung, Bewegung, alle diese Sachen, die zum gesunden Leben beitragen, das müsste eigentlich in der Zukunft Fokus werden in der Pädagogik. Also das zum einen und zum anderen haben Sie ja erwähnt, das Stichwort Digitalisierung. Unsere Hochschule zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben mit der Digitalisierung viel zu tun hat. Wir haben eben einen Lehrstuhl für Medienpädagogik gegründet, wo wirklich das Waldorf-spezifische Konzept der Medienpädagogik angelegt wird. Das ist ein Neuland. Medienpädagogik gab es zu Steiners Zeiten vor 100 Jahren nicht. Aber das ist gerade das Spannende, dass man die Kreativität nicht nur auf Kunst und auf Soziales anwendet, sondern dass die Kreativität auch eine Rolle spielt im Umgang mit diesen neuen Medien. Und wir sprechen manchmal von einem Doppelgesicht der zukünftigen Medienpädagogik. Auf der einen Seite sprechen wir von der indirekten Medienpädagogik und auf der anderen Seite von der direkten Medienpädagogik. Die indirekte Medienpädagogik ist alles das, was eigentlich ein Kind, einen Schüler souverän macht im direkten Umgang mit den Geräten, mit den neuen Technologien, mit den Medien. Und das ist einfach der Hintergrund der realen Weltbeziehung.
Da gehört zum Beispiel mein Leib auch dazu, inwiefern ich wirklich in meinem Leib drin bin, diesen führen kann, mit dem umgehen kann, mit meiner Sprache, mit meinen Bewegungsmenschen. Da gehört dazu auch der Umgang mit analogen Medien, Schrift, Ton, in der Musik beispielsweise, in meiner Stimme, Bild, in meiner Fantasie, in der bildenden Kunst. Ja, und das ist der Hintergrund für die direkte Medienpädagogik. Und diese direkte Medienpädagogik, das ist dann wirklich Arbeit mit den Technologien, Geräten und Medien. Und dann gilt es, richtig zu lernen, ein Radio Future zu machen. Dann gilt es zu lernen, eine Wikipedia-Seite zu entwerfen. Dann gilt es eben zu können, einen Film zu drehen und so weiter. Und das müssen wir noch viel mehr ausbauen, da sind wir aber dran. Ein drittes Gebiet, was ich sehr wichtig finde, kann ich vielleicht noch kurz streifen, das ist alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Sie haben es ja am Anfang erwähnt, wie eben Virus auseinanderdividiert, fragmentiert, atomisiert unsere Gesellschaft. Und die Kunst der Kommunikation, das wird in der Zukunft, glaube ich, noch einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das beschäftigt uns in der Lehrerbildung. Ja, wie müssen die künftigen Lehrer ausgestattet werden, eben auch auf diesem Gebiet? Professor Jörgen, jetzt sitzen wir ja noch mitten im Lockdown. Und gerade die jungen Leute schränkt das natürlich besonders ein. Sie sind besonders betroffen. Wie geht es denn den Studierenden hier an der Hochschule? Das ist eine wichtige und gute Frage. Vielen Dank. Unserer Wahrnehmung nach geht es den Studierenden gut. Und ich bin sehr angetan davon, wie positiv sie auf die neuen Lehr- und Lernformen, die wir etablieren mussten, zugegangen sind. Vieles ist, ich habe über Beziehungsfähigkeit eben gesprochen, Thomas hat über die Bedeutung des künstlerischen Anteils in unserem Studium gesprochen, vieles ist nur sehr eingeschränkt möglich. Und es ist wirklich hoch anzuerkennen, wie positiv Studierende, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen damit umgehen und auf diese neue Studiensituationen zugegangen sind. Es ist ja so, dass man nicht einfach nur den Unterricht, den man sonst normal hier in Seminaren, Vorlesungen macht, vor einer Kamera machen kann. Unterrichte sind komplett umzustellen, sind komplett neu zu denken. Viele Dinge sind sehr schwierig, nur möglich. Plastizierunterricht ist uns immer noch nicht richtig gut gelungen, in Ordnung einzugeben. Trotzdem haben wir versucht, gerade auch im Sinne dessen, was künstlerischen Unterricht und was Kreativität angeht, mit unseren Formaten so zu arbeiten, dass möglichst alle Aspekte, die uns wichtig sind im Unterricht hier in der Hochschule, die uns aber auch für die Waldorfpädagogik wichtig sind, beizubehalten. Wenn wir hochhalten, um mit Pestalozzi zu sprechen, Pädagogik für Kopf, Herz und Hand, dann können wir uns jetzt nicht einfach nur vor Bildschirme setzen und nur noch Texte lesen. Also haben wir uns große Mühe gegeben, auch Bewegungsangebote online zu machen, kreativen Unterricht online anzubieten. Eine besondere Herausforderung haben wir aber vor allem an der Stelle, wo wir unser Studium sehr in Kontakt mit den Schulen gemeinsam gestaltet haben. Praktikumsformen, Praktikumsmöglichkeiten sind sehr herausfordernd im Moment. Das Praktikum ist ja ein großer Bestandteil vom ersten Studienjahr an. Der Praxisbezug des Studiums ist ja hier sehr wichtig. Wie konnte das jetzt gelöst werden? Ja, da leben wir natürlich in einer besonderen Situation, aber wir haben sehr früh schon, nachdem wir die Hochschule schließen mussten, ein Projekt gestartet, Studierende helfen Schulen, wo unsere Studierende sich eigentlich verteilt haben in den umliegenden Schulen und die Schulen unterstützt haben in den verschiedenen Formaten, die möglich sind an den Schulen, Einzelbetreuungen, Gruppenbetreuungen, Notbetreuungen, wo wirklich auch große Not herrscht in Familien. Die Familien kommen an ihre Möglichkeitsgrenzen, die Schulen kommen an Kapazitätsgrenzen. Und da konnten eben unsere Studierende unterstützen, diese Not der Familien und auch der Schulen. Und wir konnten auch als Hochschule unsere Räume zur Verfügung stellen, sodass wirklich sehr flexibel Praxismöglichkeiten eingerichtet wurden, die unglaublich intensiv die Studierenden eben auch in der praktischen Unterrichtsfähigkeit, Betreuungsfähigkeit gestärkt haben, dass diese
dass diese Fähigkeiten trotzdem gewährleistet wurden, auch wenn nicht normale Praktikumszeiten stattgefunden haben. Und das hält eben nach, das dauert bis in diese Tage. Vielleicht könnte man eben auch noch erwähnen, dass wir den Unterricht an der Hochschule auch so angepasst haben, dass die Unterrichtseinheiten und auch die Pausen eben hygienisch sind, so dass eben nicht eine einseitige Bildschirmzeit einfach da ist, sondern wirklich auch von der Länge der Unterrichtseinheiten und der Pausen ja doch ein hygienischerer Studientag möglich ist. Ja, ich denke mal, das sieht man ja, Waldorfpädagogik ist von Rudolf Steiner ja auch mal so in die Welt gesetzt worden, dass es kein Programm ist, sondern dass man kreativ damit umgeht. Und das, denke ich mal, wird an diesen ganz vielen Beispielen doch sehr gut sichtbar, sodass wir sagen, wir gehen auf jeden Fall optimistisch in das Jahr 2021. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.